Hallo, mein Name ist Nico und willkommen zu einem neuen Q&A. Yay! Da viele von euch dazugekommen sind, ich habe damals vor Ewigkeiten, also nicht vor Ewigkeiten, so vor 3-4 Monaten, ein Instagram-Bild gepostet, unter dem mir sehr, sehr viele Fragen gestellt wurden. Und die habe ich alle aufgeschrieben und in das Glas gepackt und daraus zehre ich schon seit 3 oder 4 Videos. Und ich dachte mir heute mal, heute zehren wir ein bisschen weiter in dem Glas. Und ich beantworte ein paar Fragen daraus, wie immer random und ja, mal gucken, was da dabei rauskommt. Ich bin immer ein bisschen scary, weil ich nie weiß, wie gesagt, was da rauskommt. Also keine Ahnung, wie das Video wird. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und genau, wenn ihr noch ein paar Fragen an mich habt, die noch nicht beantwortet wurden, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie, denke ich mal, alle. Denn alle Fragen wandern hier in das Glas rein und werden damit deshalb beantwortet. Los geht's. Mia2002 fragt, was ist dein Lieblingskuchen? Ist schon mal eine sehr gute Frage zum Anfang. Tatsächlich habe ich gar keinen, weil ich mag jeden Kuchen auf der Welt. Also, nein, keine Ahnung. Also, schwer. Also, ich würde mal aus dem Bauch gerade raus sagen, Käsekuchen. Weil Käsekuchen war schon für mich, also Käsesahnetorte, war schon für mich immer so dieser Kuchen, der am geilsten war. Aber ich mag... Also es gibt keinen Lieblingskuchen für mich. Ich mag jeden Kuchen, Hauptsache einen Boden, eine Füllung, Sahne und Früchte. Oder nicht Früchte, je nachdem, wie man sehen will. Ja, Kuchen ist mein Leben einfach, mein Gott. Ein Kuchen. Ella Love Books will wissen, wenn du 1 Million Euro gewinnen würdest, was würdest du mit dem Geld anfangen? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Also ich würde mir erstmal ein iMac kaufen, weil ich will ein iMac schon so lange haben, seit ich eigentlich schon mein iPhone habe. Ich habe ja ein iPhone und ein MacBook und damit man das noch vervollständigen kann, weil es wirklich praktisch mit dem ganzen Synchronisieren und so. iMac wäre schon Träumchen. Davon würde ich mir auf jeden Fall einen kaufen. Vielleicht noch ein Auto. 1 Million Euro ist schon viel Geld, ne? Dann noch vielleicht ein Auto und den Rest würde ich sowas von sparen, weil man weiß nicht hier noch, was in Deutschland auf einen zukommt. Gerade so steuertechnisch und geldtechnisch ist ja gerade so ein bisschen problematisch. Also nicht problematisch, aber halt, das war schon mal besser. Und deswegen, ich würde alles sparen, bis auf eben ein Auto oder ein iMac. Das reicht, glaube ich, erstmal. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ich bin mir nicht sicher. Was würdet ihr denn mit so viel Geld anfangen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, weil es immer so eine riesengroße Frage. Kann man sich gar nicht vorstellen irgendwie, ne? So 1 Million Euro auf dem Konto haben. Sarah Schulz will wissen, Bücher oder Serien? Und hast du die Bücher zu The Vampire Diaries gelesen? Also im Moment komme ich so gut wie gar nicht zum Lesen, weil gerade ich noch an dem Projekt arbeite, was im Oktober eben hier stattfindet. Das erfahrt ihr alles noch, keine Sorge. Und deswegen gucke ich gerade sehr viel Serien. Also am Abend zum Entspannen, gerade gucke ich sehr viel Orange is the New Black, wie ich ja in meinem Netflix-Video gesagt habe. Und Shadowhunter ist sowieso mein Leben. Ach ja, wenn ihr übrigens mal eine Reaction von mir sehen wollt, wie, also ich habe mir gedacht, ich mache ein Reaction-Video zur letzten Folge von Staffel 2, die Mitte August kommt oder so. Also wenn ihr darauf Bock habt, wie ich eben auf diese Folge reagiere, bin sehr dramatisch, Leute, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob mich sehr interessiert, weil ich weiß nicht, ob euch das interessiert, wenn ich so eine Serie gucke und dabei reagiere. Keine Ahnung. Ich gebe dem Projekt noch so eine Woche, maximal 2, und dann kommen andere dran, dann wieder ich. Also ich würde mal sagen, so Mitte August bin ich frei und dann wird wieder gelesen, 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 gelesen und dann wird wieder alles gut. Und ich habe schon Bücher ausgesucht, die ich auf jeden Fall lesen will. Also zurzeit ist auf jeden Fall TV, also Serien. Ich hoffe, es wechselt wieder, weil hier sind noch jede Menge Bücher, die sie jetzt angesammelt haben, die gelesen werden wollen und... Die werden gelesen. Just another book nerd will wissen, was gefällt dir am meisten an dir selbst und was am wenigsten? Shit! Also am wenigsten würde ich sagen... also ich bin ganz ehrlich, ich würde sagen meine Sommersprossen. Aber im Moment ist es so, ich hatte ja eine Zahnspange. Und nach der Zahnspange bekommt man immer so ein Draht in die Zähne rein, dass die noch stabil sind, bis die eben komplett ausgewachsen sind, die Kiefer meine ich jetzt. Und hier auf der Seite ist der Draht rausgebrochen, deswegen gehe ich morgen zum Zahnarzt, wenn ihr das seht heute. Und der Eckzahn hier hat sich ein bisschen verschoben nach rechts, also der Eckzahn hier ist ein bisschen nach innen gerutscht und der hier nach außen. Und das sieht richtig, also das sehe wahrscheinlich nur ich, aber ich hasse es gerade so sehr, ne? Ich lege sehr viel Wert auf Zähne, Leute, ich lege sehr, sehr viel Wert auf Zähne. Ich weiß nicht, deswegen mag ich meine Zähne gerade am wenigsten an mir überhaupt, weil, ich weiß nicht, das ist ganz komisch, ich weiß nicht. Kennt ihr da sowas? Und sonst hätte ich gesagt, meine Sommersprossen, weil there are too much. Am besten, oh Gott, ich mag meine Augen ganz gerne. Ja. Mathilda Winchester will wissen, wie stellst du dir den perfekten Tag vor? Wer und was soll da alles dabei sein? Also der perfekte Tag für mich ist ja erstmal ausschlafen, ja? Ist immer ganz wichtig. Dann will ich so gegen 11 Uhr aufstehen, duschen, gemütlich frühstücken, am besten Kuchen. Dann kommt mein Schatz vorbei. Oder ist schon da, je nachdem, wie er Bock hat. Und dann machen wir zusammen irgendwas, gehen ins Kino, gehen ins Freibad, lesen Bücher, chillen auf der Terrasse oder drehen Videos, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dann am Abend gehe ich mit David und meinen Freunden feiern. Vielleicht, je nachdem, oder wir machen einen Filmabend daheim und haben Spaß und lachen ganz viel. Und dann gehe ich so gegen 11 Uhr, 12 Uhr nachts schlafen. Ja, Wilfele oder Püffele, keine Ahnung. Will wissen, welche wären deine Bookboyfriends? Oh shit, boah, weiß ich gar nicht, ne? Für mich sehen immer die ganzen Typen in Büchern immer gleich aus. Ich weiß auch nicht warum, ist in meinem Kopf irgendwie so veranlagt, keine Ahnung. Ich glaube, Maxen aus Selection, dann Damon aus Obsidian. Ja, doch.
Malek einfach aus Shadowhunters. Ich habe mir sagen lassen, dass Alec an sich ein richtiges Arschloch ist in den Büchern, aber in der Serie finde ich ihn jetzt gar nicht so schlimm. Magnus und Alec sind einfach so das Traumpaar schlechthin und die gehören auch auf jeden Fall in meine Liste mit rein, also ja. That's it. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie tollpatschig bist du, will Nadinchen 2089 wissen. 11, auf jeden Fall 11. Buchelegans will wissen, welchen Moment in deinem Leben wirst du nie wieder vergessen? Alles? Nee, keine Ahnung. Also ich werde nie wieder auf jeden Fall einen Tag vergessen, an dem ich mich geoutet habe. Das war so einschneidend. Also das werde ich wirklich nie wieder vergessen. Und Laura Dritten will wissen, welches Ereignis hat dich am meisten geprägt? Also wie gesagt, ich glaube mein Outing war so das Einprägendste überhaupt in meinem Leben bisher. Einfach, weil seit dem Outing, also ich weiß nicht, man kann sich das so vorstellen, ich war wie so eine Raupe in einem Kokon 16 Jahre lang und habe dann mit dem Outing, ist dann dieser Kokon aufgebrochen und ich war einfach dann so ein Schmetterling, weil ich mich einfach extrem frei gefühlt habe. Ich habe seit dem Outing, klar, es gibt immer Höhen und Tiefen, es gibt immer Leute, die dich nicht mögen für das, was du machst und so ist auch bei mir. Und ich weiß, dass ich in gewisser Weise irgendwo in der Gesellschaft anstoße, zumindest hier in diesem Bauernviertel. Tut mir leid, ist so. Aber ich bin glücklicher denn je, weil ich einfach für mich selber weiß, dass ich mir einfach nicht mehr verstecken muss. Ich bin so, ich bin wer ich bin und das ist gut so. Und die, die nicht damit klarkommen, okay, geht weg, ich brauche nicht mehr im Leben. Und die, die damit klarkommen, ist gut und es freut mich. Ich habe einfach das Gefühl, ich kann jetzt einfach der sein, der ich sein will. Und ich muss keine Rücksicht auf die Meinung anderer nehmen. Schon irgendwie, aber ich denke mir halt, solange ich weiß, dass was ich mache, gut für mich ist, und das war das Outing definitiv, brauche ich keine Angst haben. Wisst ihr, was ich meine? Und das war einfach dieses Outing, einfach der Stein, der alles ins Rollen gebracht hat. Dieses eine Jahr, ich habe mich gut vor einem Jahr geoutet, also doch, im Juni habe ich mich geoutet letztes Jahr. Und das war einfach so der Punkt, in dem es erstmal bergab ging, bin ich ganz ehrlich, aber dann steil bergauf und ich würde es jedes Mal wieder so machen, vielleicht nicht genau so, aber ich würde es wieder so machen, weil es einfach für mich einfach mein Leben komplett verändert hat und es ist gut, so wie es ist und das freut mich und ja, ich hoffe, ich konnte die Frage irgendwie beantworten. Das war's schon wieder mit den Fragen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Besonders würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, was hier auf dem Kanal passiert, gerne ein Abo dalassen. Würde mich auch sehr freuen. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ich konnte die Fragen weitestgehend so beantworten, wie sich die Fragensteller das so gewünscht haben. Ja, schreibt gerne weitere Fragen, wie gesagt, in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.